Heute zeige ich euch einen leckeren Gnocchi-Auflauf. Dazu braucht man 200 Gramm gekochten Schinken, 300 Gramm Champignons, eine kleine Dose, 250 Gramm Kirschtomaten, eine Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, 3 Esslöffel Öl, 3 Esslöffel Tomatenmark, 1 Esslöffel Mehl, 400 Milliliter Sahne, 1000 Gramm Gnocchi aus der Kühltheke, Fett für die Form, 200 Gramm Mozzarella und 200 Gramm geriebenen Gouda und 1 Esslöffel italienische Tiefkühlkräuter und dann Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zuerst werden die Kirschtomaten halbiert. Der Schinken wird gewürfelt. Die Champignons werden halbiert. Als nächstes wird die Zwiebel gehackt. Der Knoblauch wird gepresst. Und der Mozzarella wird gewürfelt. Dann können wir schon fast anfangen. Zuerst 1 Esslöffel Öl in der Pfanne erhitzen und die halbierten Tomaten dazugeben. Mit Pfeffer und Salz ein bisschen würzen. Die Tomaten wieder aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Anschließend in der Pfanne nochmal 2 Esslöffel Öl erhitzen. Und die Zwiebeln und den Knoblauch dazugeben. Die werden glasig gedünstet. Anschließend die Pilze mit dazugeben und kurz braten. Dann kommt der Schinken dazu. Und ebenso kurz mitbraten. Das Tomatenmark dazugeben und kurz anrösten, damit sich das Tomatenaroma besser entfalten kann. Dann das Mehl darüber streuen, kurz verrühren und anschwitzen. Anschließend alles mit der Sahne ablöschen. Nun die Kräuter unterrühren. Und das Ganze circa 5 Minuten leicht köcheln lassen. Die Tomatenhälften wieder unterrühren. Und nochmal mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Anschließend die Gnocchi nach Packungsangabe garen und abtropfen lassen. Meine müssen 2 Minuten in kochendem Salzwasser ziehen. Die fertigen Gnocchi
in eine eingefettete Auflaufform geben. Die Tomaten-Sahnesoße darüber verteilen. Die Mozzarella-Würfel darüber geben. Und den Gouda darüber verteilen. Und so geht das Ganze dann für 20 bis 30 Minuten in den auf 200 Grad vorgeheizten Backofen. So sieht der Auflauf aus, wenn er aus dem Backofen kommt. Und so angerichtet auf dem Teller. Ich wünsche guten Appetit!